führt immer noch Clara Spring vom zweiten Startplatz aus mit 27,5 Punkten. Wir haben dann auf Platz 2 Julia Huber mit 27,1 Punkten und Lynn Grace mit 26,5 Punkten. Und das nächste Los ist auch schon gezogen. Ja, dankeschön. Der Name ist schon gefallen. Ich soll ihn allerdings anders ankündigen. Hier ist für euch Maxi Schneiderbauer. Einen großen Applaus bitte für die Startnummer 10, Maxi Schneiderbauer. Liebes Publikum, möglicherweise haben einige unter Ihnen schon einmal einen meiner Texte gehört. Ist das der Fall, dann wissen Sie sicher, dass ich unter chronischer Unernstzunehmbarkeit leide. Doch heute muss ich leider diesen meist so erfreulichen Ton ablegen, um über das zu reden, unter dem ich wirklich und ernsthaft leide. Es ist die Sucht. Es ist so unglaublich schlimm, dass wenn ich es nicht bekomme, blau angelaufen, fühle ich dann das Gefühl des elendigen Verreckens. Ist es einmal einige Minuten nicht in meinem Besitz, gelangt mein Geist ins Seinen. Es ist der Zustand der totalen Abhängigkeit. Sie gehen sicher schon vom Schlimmsten aus. Kokain, Alkohol, das Internet, Schokolade. Doch ich kann gar nicht genug betonen, dass nur das Schlimmste angebracht wäre. Der Stoff, nach dem ich ach so süchtig bin, es ist der Sauerstoff. Meine Leidensgeschichte beginnt mit meiner Zeugung. Das Verbrechen, mich auf diese Welt zu entlassen, war diesen Selbst- und Sauerstoffsüchtigen noch nicht genug. Vom ersten Tag an wurde mir der Stoff eingeflößt. Haben Sie von Schwangeren gehört, die trinken und rauchen? Die atmen, sind das eigentliche Problem. Doch die meiste Zeit meines Lebens habe ich die Sucht gar nicht erkannt. Es war für mich natürlich, die Droge zu nehmen. Doch als ich letztens unter Wasser war, wie genau ich dahin gekommen bin, steht jetzt nicht zur Debatte, da erkannte ich, dass ich ohne einfach nicht kann. Mein freier Wille, der zu dem Zeitpunkt noch wie Eisen war, reagierte mit der Erkenntnis der Sauerstoffsucht zu Rost. Und Hilfe war auch schlecht auffindbar. Die anonymen Atmer gibt's nicht. Ablenkung, es ist überall in der Luft. Kalter Entzug? Der Letzte, der das versucht hat. Gott sei ihm gnädig. Ja, wie gerade illustriert, sind die Möglichkeiten, sich selbst zu helfen, stark eingeschränkt. Doch liebes Publikum, ich kann euch zumindest teilweise beruhigen. Ich konnte nämlich ausmachen, wer diesen ganzen Sauerstoff produziert. Sie stellen sich jetzt sicher glatzköpfige Ex-Chemielehrer an der Grenze von der USA nach Mexiko vor. Doch leider trifft das die Realität nicht ganz. Nicht einmal ganz ein bisschen, ja, gar nicht. Diese Drogenköche sind uns zahlenmäßig zahlreich überlegen. Es sind Bäume. Buche, Eiche und Linde, das gesamte Pack. Täglich und nonstop mischen sie aus CO2 und dem Sonnenlicht, das wir eigentlich für guten Solarstrom verwenden könnten, die abscheuliche Droge Sauerstoff. Doch wir sind ihnen einen Schritt voraus. Ja. Während diese Verbrecher nämlich ihre ganze Zeit auf Drogenproduktion verschwenden, geben wir ihnen schwedische Namen und ab zu Ikea damit. Ja. Neuerdings tragen wir den Kampf zu Pablo Eichhuber und seinen Genossen. Und die Massenabholzung hat auch schon seine Früchte getragen. Gegensätzlich zu den anderen Drogen sind die Städte schon am sauerstoffbefreitesten. Denn dort haben wir schon fast alle Bäume weggeschnitten und was an Sauerstoff wegfällt, ersetzen wir mit Abfallgasen von Autos oder anderem Gerümpel. Wenn das nicht etwas ist, auf das wir besonders stolz sein können. Ja, VW und die Chinesen sind unsere größten Verbündeten, wenn es um die Drogenbekämpfung geht. Und neben unserem Plan mit der Abholzung haben wir noch einen anderen, komplizierteren, um den Sauerstoff zu vernichten. Sie haben ja sicher schon einmal vom Ozon gehört. Unser normaler Sauerstoff heißt auch O2, dagegen ist Ozon O3. An dem Dreier lässt sich erkennen, dass das der stärkere Stoff ist. Ja, das nehmen die Leute, wenn ihnen normaler Sauerstoff nicht mehr den richtigen Kick gibt. Doch das Schlimmste ist, dass ca. 15 bis 30 Kilometer über uns die sogenannte Ozonschicht liegt. Das ist sozusagen eine den Erdkreis umspannende Drogenlagerstätte. Deshalb wird sie von uns auch schon seit einigen Jahren mit Treibhausgasen bombardiert und auch erfolgreich durchlöchert. Luftverschmutzung? Globaler Drogenkrieg ist das. Klimawandel, das sind Anti-Sauerstoff-Drogenkriegskollateralschäden. Ich halte sie von nun an, dieses Wort zu verwenden, das ist nämlich viel objektiver. Und raten Sie mal, wer schon wieder gegen diesen gerechtfertigten Drogenkrieg sein muss. Genau, Hippies, Atmer und Veganer, also im Grunde die Grünen. Tja, da bestätigen sich die alten Klischees wieder. Diese Individuen sind absolut sauerstoffabhängig und wie es aussieht, wollen sie es auch bleiben. Das trifft auch auf deren Wählerschaft zu, die, wie man an den letzten Wahlen sehen konnte, linear ansteigend ist. Zumindest in Deutschland.
Für österreichische Politik bin ich nicht mutig genug. Ja. Wenn man denen den Sauerstoff wegnehmen würde, ja. Im Gegensatz zu mir würden die das nicht lange aushalten. Grüne Krawatten und lange Haare, mich würde es nicht wundern, wenn das verkleidete Bäume wären. Und das dürfen sie auch gerne am nächsten Stammtisch oder Kaffeekränzchen so weiter erzählen. Aber keine Sorge, durch solche Querulanten lassen wir uns nicht aufhalten. Der Kampf gegen den Sauerstoff geht weiter. Sie fragen sich jetzt sicher, was Sie tun können, um unserer gerechten Sache zu helfen. Ja, kaufen Sie alte Dieselautos, bei Möglichkeit auch LKWs oder Muldenkipper. Verdichten Sie Ihre Gärten, grünes Pflaster hebt die Optik. Und wir hier in Bayern bzw. im großbayerischen Raum haben unsere Traditionen. Jede Familie braucht eine Kuhherde. In Massentierhaltung, versteht sich. Sollten Sie jetzt immer noch nicht sicher sein, wie Ihr persönlicher Beitrag auszusehen hat, lassen Sie es mich so ausdrücken. Feuer frisst Sauerstoff. Zünden Sie Ihr Haus an. Oder das Ihrer Nachbarn oder zumindest irgendetwas. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. Maxi Schneiderbauer. Unsere Startnummer 10, na, du musst noch nicht ziehen, ich brauche ja erstmal die Noten für den Maxi. Ja, wir wollen jetzt hier nicht streiten. Ich weiß dein Engagement schon zu schätzen, kein Problem, aber okay, sehr gut. Du bist jetzt wahrscheinlich auch gespannt, was Maxi von der Jury bekommt. Wir wollen es wissen, nachdem wir runtergezählt haben. 3, 2, 1. So, wir beginnen mit der 8,7 als niedrigster Wertung. Ja, wisst ihr ja, ich mache immer von unten nach oben. Eine 9,1. Eine 9,3. Eine weitere 9,3. Ich glaube wirklich, das ist das erste Mal, dass Juli nicht die höchste Wertung hat. Jetzt muss ich nicht schämen, deswegen kann sich ja freuen. Tim hat es offenbar sehr gut gefallen. Aber nicht so gut, dass du eine 10 ziehen würdest, oder? Hat dir noch was gefehlt, offenbar? Wir haben eine 9,9, meine Damen und Herren. Muss ich leider streichen. Wie sich das anfühlt, mit der höchsten Wertung gestrichen zu werden, kannst du ja dann mit Juli besprechen. Es ergibt hier sensationelle 27,7 Punkte für Maxi Schneiderbauer.